Hallöchen, Hallöchen zusammen. Erstmal ein kleiner Hinweis, wenn ihr dieses Video seht, dann werdet ihr euch vermutlich spoilern lassen wollen, sonst würdet ihr ja nicht draufgeklickt haben. Also wundert euch nicht, dass jetzt hier massive Spoiler kommen. Das neue DLC Wiege der Menschheit für X4 Foundations kommt in 2 Tagen raus, nach aktueller Aufnahmezeit. Und ich möchte euch schon mal zeigen, wie ihr in das neue Terraner-Gebiet gelangen könnt. Denn das neue DLC ist Safe-Game tauglich, Safe-Game kompatibel, also ihr könnt mit eurem bestehenden Safe-Game das DLC spielen und könnt natürlich auch die Story-Kampagnen und die Gebiete erkunden und alles nutzen. Werden ja wahrscheinlich nicht alle Spieler mit Terraner-Starts starten, so wie ich. Also müsst ihr natürlich erstmal wissen, wie komme ich in das Terraner-Gebiet. Und das ist bei den Antigones, bei den Argonen, bei der zweiten Argonenfraktion. Und zwar gibt es 2 Tore. Eins führt zu einer der beiden Terraner-Fraktionen. Das erste Tor ist in Getsufune. Da oben seht ihr das, da wo meine kleine Baldrick steht. Mein kleiner Terraner-Frachter. Da ist das Sprungtor. Das ist aktuell ja auch schon im Spiel, nur deaktiviert. Und das wird sich dann für euch aktivieren, wenn ihr das DLC habt. Dann gelangt ihr nach Asteroidengürtel und da beginnt das Gebiet des terranischen Protektorats der Hauptfraktion sozusagen. Das zweite Tor ist dann in Antigone Memorial. Hier unten, das ist auch schon da, aktiviert sich ebenfalls, wenn ihr das DLC habt und da kommt ihr dann zu den Segaris-Pionieren. Die zweite Fraktion der Terraner. Und ja, das ist hier hoffentlich schon die komplette Karte. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Vielleicht gibt es hier unten noch ein bisschen was. Eine Sache möchte ich euch aber noch mit auf den Weg geben. Ihr werdet wahrscheinlich auch die Erde aufsuchen wollen. Die Erde ist hier oben, hinterm Mond. Und der Zugang, der erfolgt über den Sektor Venus. Und wenn ihr euch dem Beschleuniger nähert, werdet ihr per Funk zweimal gewarnt. Die Warnung solltet ihr eventuell ernst nehmen. Ihr könnt zwar reinfliegen, aber wenn ihr zurück wollt, dann ist da alles rot. Hier ist eine riesengroße terranische Verteidigungsflotte. Ihr dürft da noch nicht rein. Bringt euren Rang erstmal hoch. Ab 20 und der Beförderung bekommt ihr den Rang Held der Menschheit und dann dürft ihr auch in die Zentralsektoren Mond und Erde. Und da ich hier gerade so schön am Spoilern bin, spoilern wir mal direkt weiter. Das große, große Schlachtschiff Asgard. Die Asgard. Die könnt ihr mit 20 nicht kaufen. Das könnt ihr knicken. Das Ding ist ein Monstrum. Und ich vermute mal, so haben wir das in meinen Twitch-Livestreams, da haben wir uns drauf auch geeinigt, das wird bestimmt. Weil es ist ja hier eigentlich eine Möglichkeit zu kaufen. Den Bauplan gibt es übrigens auch beim Fraktionsrepräsentanten. Das wird vermutlich über die Story freigeschaltet, das Schiff. Also über Rang, nada. Hier ist schön ein Schloss davor. Dieses Schiff steht nicht mehr zum Verkauf an Dritte. So, und das gleiche gilt für die Süden, den zweiten Zerstörer. Die haben also ein paar mehr Schiffe, die Terraner. Richtig, richtig Bock macht natürlich die Asgard. Alle haben Bock auf die Asgard. wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das über die Story geht oder ob es da später noch Möglichkeiten gibt. Die Modding-Community, die wird wahrscheinlich schon nach 3 Tagen Mods raushauen für die Asgard. Ich spiele es ja immer Vanilla. Ich bin gespannt. Ich freue mich total auf das DLC. Ihr seid jetzt vorbereitet. Wisst, wo ihr hin müsst, um auch gleich in den Genuss zu kommen von den neuen terranischen Sektoren, Schiffen, neuen Waren. Die haben ja eine komplett eigene Warenkreisläufe. Sehr geil. Sehr cool. So, das war mal ein ganz kurzes, kleines Miniguide-Video. Und ihr wisst jetzt Bescheid. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder kommt in unsere Discord-Community. Gerne auch auf dem Twitch-Kanal, ist alles unten verlinkt. Ja, das streame ich jetzt regelmäßig. Das neue DLC, auch schon vorm Release. Und
Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.